Ursachen für Inkontinenz sind vielfältig und reichen über Schädigungen des Bandapparates im Becken, zum Beispiel im Rahmen von Schwangerschafts- und Geburtsprozessen, über hormonelle Veränderungen, zum Beispiel im Rahmen der Wechseljahre, sowie über OP-Folgen, gerade im Bereich der großen Beckenchirurgie, bei denen es zu Verletzungen des Schließmuskels kommen kann. Darüber hinaus können andere Krankheiten wie die Zuckerkrankheit oder verschiedene Kreislauf- und neurologische Krankheiten Inkontinenz verursachen. Die Belastungsinkontinenz bezeichnet den ungewollten Verlust von Urin im Rahmen von Belastungssituationen wie Husten, Lachen, Niesen oder Aufstehen. Hier kommt es zum ungewollten Urinverlust, ohne dass vorher ein Harndrang zwingend vorliegen musste. Bei der Dranginkontinenz kommt es zu einem befehlenden, einschießenden Harndrang, dem der Patient in sehr kurzer Zeit nachgeben muss. Sollte es hier keine Toilette in der unmittelbaren Nähe geben, kommt es zum ungewollten Urinverlust. Die Belastungsinkontinenz ist eine Domäne der chirurgischen Therapien. Hier gibt es verschiedene Bandplastiken, die über eine Anhebung der Harnröhre und des damit verbundenen Harnblasenschließmuskels zur Wiederherstellung der Kontinenz führen. Konservativ dominieren hier physiotherapeutische Maßnahmen. Bei der Dranginkontinenz gibt es eine Reihe von medikamentösen Therapieansätzen. Bei Versagen derselben oder Unverträglichkeit der Medikamente steht in der zweiten Linie die Einspritzung von Botox in die Harnblase oder der Einsatz eines Harnblasenschrittmachers.